ausdrückt, warum ist er persönlich hier, weil viele Menschen, die vorbeigehen, die fragen sich ja, was passiert hier? Und da ist so eine eigene persönliche Meinung in kurzen Worten, sagt immer sehr viel aus. Ich wollte vorher eins noch loswerden. Achso, wir haben ja jetzt umgebaut, soll ja dahin. Ich habe einen ganz kurzen Text geschrieben. Die Frage, oder generell, wer sucht noch Gründe, um auf die Montagsmahnwachen zu kommen? Warum sind es noch nicht mehr? Und da habe ich einen Text geschrieben, der heißt Mehrwert. Was ist Mehrwert oder was ist Mehrwert? Millionen und Abermillionen von unseren Brüdern und Schwestern auf diesem Planeten, die leiden, grausam, die sterben. Millionen und Abermillionen sind gezwungen zu kämpfen, Gewalt, Blut und Terror mitzuerleben. Millionen und Abermillionen von Menschen leben in Unterdrückung und unter menschenunwürdigsten Lebensbedingungen. Verdursten. Liebe Europäer, liebe Deutsche, liebe Saarländer, alle, die wir so in dem sogenannten zivilisierten Teil der Welt leben, sind wir überhaupt noch in der Lage, mit unserem Konsumbedarfsmüll vollgestopften Verstand und aus dem Luxus, in dem wir schweben, wahrzunehmen oder überhaupt gedanklich zu begreifen, was es heißt, wenn einer Mutter ihr Kind in den Armen verdurstet. Nee, ich glaube, in der Pfalz passiert das nicht so oft. Das ist ja genau das Ding. Ja? So, aber sind wir überhaupt noch dazu in der Lage, das zu begreifen? Stellt euch mal vor, verdursten, was bedeutet das? Jetzt schon wieder eins. Wenn wir noch ein paar Sekunden warten, ja, zack, das nächste. Stellt euch mal kurz vor, es wäre euer Kind. Ja, stellt euch vor. Stellt euch das mal vor. Was soll ich sagen? Können wir diese Hoffnungslosigkeit, und das ist ja, wir wollen uns sie nicht vorstellen, daran liegt, können wir diese Hoffnungslosigkeit überhaupt noch begreifen, was das bedeuten muss, wenn jemand, wenn das Kind verdurstet? Eigentlich müssten sich 1000 Höllenfeuer auftun, auf der Stelle. Und sie könnten unsere Schande doch nicht verbrennen. Ja, dass wir leben, uns geht so gut, wir leben im Überfluss, wir werfen weg, wir werfen Nahrung mit. 80% von dem, was wir produzieren, landet im Müll nach spätestens 5 Jahren. Das ist 80% Müll. Und sonst wo sterben Kinder, weil sie kein Wasser haben. Und wir unterhalten uns über Fußball oder was der nächste Kommunalpolitiker. So. Und das alles, weil wir zuließen, das Geld und die damit verbundenen Machtansprüche mehr wert sind als Menschlichkeit und Nächstenliebe. Das ist der Grund, für das zuließen. Dieses mehr wert hat uns gespalten. Bis in die Familien, bis in die Beziehungen hat uns dieses mehr wert gespalten. Das ist krankhaft, das ist unmenschlich und das ist nicht meiner Natur entsprechend. Und ich wünsche mir und sehne mich nach einer Welt, in der die Menschen, alle Lebewesen, die Natur und der Planet, ohne den das alles nicht möglich wäre, endlich wieder mehr wert sind als alles Geld der Welt. Das ist mit ein Grund, warum ich das gemein machen will. Danke euch. Wer möchte als nächstes mal ein offenes Mikro? Wer will was sagen? Sitzen, gut, wir können auch umgehen. Ich glaube, dass wir das Mikrofon rumgeben. Also ich bin hier, um genau das zu hören, um euch zu treffen. Und ich denke mir, wenn wir es geschafft haben, kommen wir trotzdem noch hier hin, um zu feiern, dass wir es geschafft haben. Jetzt sind wir erstmal hier und weißt du, wir sehen, wie Eddie zugehört hat. Ja. Ich bin ein Mensch. Ja, warum sind wir hier? Also ich finde, es ist schon quasi zur Gewohnheit geworden, jeden Montag hier aufzutauchen und mitzumachen. Es geht eigentlich um Frieden für die Welt und Frieden für jeden Einzelnen unter uns. Besserer Umgang, mehr Zuwendung, weniger Abneigung, mehr Liebe und das Volk. Und mehr Verständnis untereinander und weniger für das Allgemeine, was uns vorgegaukelt wird in der Politik oder in der Wirtschaft oder in der Medizin. Es ist also
alles schwer im Argen und man müsste von vornherein darüber nachdenken, wie kann man es besser machen? Wie können wir Leute mobilisieren, die darüber nachdenken auch und das einsehen, dass was geschehen muss? Und ich hoffe, dass es immer mehr werden und ich bin mir auch bewusst, es werden mehr und es wird immer mehr gehört. Von daher, wir werden jeden Monat hier sein und alle daran erinnern und vielen Dank für alle, die auch hier sind. Wir sind alles Brüder. Hallo, ich bin das erste Mal hier und ich wollte einfach mal die Stimmung wahrnehmen und auch mit den Leuten reden und auch mal schauen, ob vor allem Lösungsansätze da sind oder ob das erstmal nur so Analyse ist, was falsch läuft. Und ja, mal schauen. Ja, weil ich daran glaube, dass eine Veränderung möglich ist, dass die Prioritäten sich verändern können, indem halt der Mensch mit seinen Bedürfnissen und seiner Natur halt das Priorität ist und hat. Ja, und daran glaube ich und wir alle glauben daran und das baut mich auf für das ganze Woche und es geht mir gut, ja. Danke. Also ich habe hier noch ganz kurz was zu sagen, was jetzt hier den Krieg betrifft, alles drum und dran. Ich sage euch nur eins, wie hat Milton Knight damals zu David Hasselhoff alias Michael Knight gesagt, einmal kann etwas verändern. Und es ist tatsächlich so, man sollte sich Gedanken machen, ein Mann kann etwas verändern. Hallo, möchte noch irgendwer? Ja, hallo, ich bin auch von der Arbeit hier. Also ich bin hier ja auch einfach nur ja, um sozusagen auch meine eigene Zukunft zu sichern und die aller Menschen. Weil ich denke mal, wenn es so weitergeht, wie es zurzeit läuft, dann ja, wird es schlecht ausgehen, denke ich. Jo, das war's eigentlich. Also ich könnte noch anderes erzählen, aber fällt mir jetzt nichts ein. Okay, will sonst noch irgendwer? Ja, hallo. Ja. Mein Name ist Markus. Ich bin das kleine Arschloch von Saarbrücken. Ich habe ein Herz, bitte verzeih mir. Okay? Gehen wir das hin? Go! Everybody in the sunshine!